Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge House Flipper 2. Jawohl, wir sind hier in diesem Strandhaus, was auch immer, und müssen hier noch ein bisschen was renovieren. Wie sieht denn hier aus? Wir hätten die Wand gestrichen. Verdammt, jetzt habe ich keinen weißen Farbeimer mehr oder was? Was ist da passiert? Ah ja, Da müssen wir aber nochmal nacharbeiten, ich glaube. Wobei. Streichen ist abgefrühstückt, ne? Ja, gut, dann lassen wir es halt, ne? Ach, guck an, hier müssen wir nur noch einrichten. Hier müssen wir gar nichts mehr machen. Oh, toll, ich habe noch in die letzte Folge packen können. Naja, gut, okay, haben wir nicht gemacht. Dann fangen wir jetzt hiermit an. Moment, dann tick ich erstmal hier den ganzen Kram her. Ciao. 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 Ach so, was war denn eigentlich jetzt hier mit diesem Werkzeug? Hier dönen sie hier. Konnte ich das eigentlich da reinpacken? Kann man das irgendwie reinschmeißen? Nö. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich den das hinpacken soll. Ach, ich lasse es einfach mal hier am Balkon liegen. Oder soll ich das auch verticken? Kann man das verticken? Nein, kannst du eh nicht verticken. Also von daher. Her damit. So. Zack, hier. Habt ihr euren Werkzeugkasten und euren Hammer, weil ich brauche jetzt hier den Platz. Zack, nimm mal die Tür zu. So, nice. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen, was ist das denn hier? Einen großen Fernseher? Jawohl, das gefällt mir. Bett, großer Fernseher. Würde ich fast behaupten. Boah, die Wände sind echt scheiße hier, ne? Muss ich ja mal sagen. Das Bett hier hin. Warte mal, ist das jetzt hier am Raster ausgerichtet? Jetzt ist es am Raster ausgerichtet, ne? Nee, jetzt ist es frei. So, packen wir da hin. So, den dicken Fernseher, den packen wir mal. Kann ich den hier an die Wand packen? Ja. Ja, gut, wahrscheinlich wirst du vom Bett aus nicht wirklich viel sehen, ne? Wenn du hier so hängst und der Fernseher hängt da. Schon irgendwie ein bisschen dumm. Und ein bisschen weiter hier rüber hängen. Ich hänge dir was hier rüber. Dann stellen wir da noch eine Kommode hin oder sowas. Wir haben noch hier noch, genau, guck mal hier. Wir haben hier noch das dicke Ding hier. Stellen wir die daneben. So, dürfte passen. Ja. Dann sieht man wenigstens vom Bett ein bisschen was, ne, im Fernseher. So, dann hier die Deckenleuchte kriegen die auch. Deckenleuchte ist überall die gleiche. Ja gut, macht auch Sinn, ne? Gleiches Konzept hier in der Bude. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Haben wir hier schon einen Lichtschalter? Ah ja, hier, guck mal. Moment. Zack, verbinden. Danke. Und einschalten. Sehr schön. Okay, das mit der Wand da oben, das ist ein bisschen. Naja, gut, mein Gott. Was ist das denn hier? Nachttisch. Wow, wo soll das denn noch hin? Moment, dann muss das Bett weiter hier rüber. Wenn da noch ein Nachttisch hin soll. Hier haben wir so eine kleine Staubecke, ne? Das ist so für Staub und Fussel und sowas. So, Nachttisch dahin. Sehr gut. So, dann die kleine Lampe, die stellen wir dann hier direkt drauf. Sieht doch gut aus. So, was ist das denn hier? TV-Schrank. Wie TV-Schrank? Wofür ein TV-Schrank, Digga? Der Fernseher kommt in die Wand. Ja gut. Die wollen einen TV-Schrank. Dann machen wir das mal so. Stell dich den da rein. Na, gehen wir noch. So, danke. Und den stellen wir dann einfach so. Passt schon. Was haben wir hier? Ein Ottoman. Gott, wo packen wir den denn noch hin? Den würde ich hier hinstellen. Was ist das? Ein Kleiderschrank. Ach ja. Irgendwo müssen ja noch Klamotten rein, ne?
Weil der würde da hinpassen, gerade so, ne? Aber dann muss der Lichtschalter da weg. Oder warte mal. Kriegen wir den da rein? Passt der da rein? Ja, so, ne? Sieht aber irgendwie kacke aus. Egal, die Ecke ist sowieso tot. Scheiß drauf. So, dann stellen wir den nämlich ein Stück darüber. So. Kann der TV schalten und ticken hier rüber. So, passt doch. Ja, kann man machen, ne? So, und hier das Ruder noch. Das kommt dann hier an die Wand. Klatsch. Sehr schön. Herrlich. Ein Traum in Blau und Weiß. Nur auf. Ja. So kann man doch leben, oder? Sieht aus wie so ein Hotelzimmer. Von so einer Ferienwohnung. So, ich glaube, wir haben alles abgeschlossen, oder? Jo. Auftrag beenden. Bist du sicher? Wir kriegen 42.000 dafür. Yo. Da bin ich aber sowas von sicher. Guck mal, so sah es vorher aus. Und ein Traum in Blau und Weiß im Nachhinein. Hier, Bruchbude. Das ist ja hier, ne? Herrlich. Ein Träumchen. Auch hier, ne? Mach aus dem Badezimmer ein schönes Schlafzimmer. Jawohl, Auftrag abgeschlossen. Nice. Hier konnte mich jemand gedrückt halten. Überspringen, ne? Wow, es sieht aus, als könnte ich es sofort vermieten. Ach so, der wollte das auch vermieten. Ja gut, okay. Dann. Ich habe ein paar Wochen lang daran gearbeitet und nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was Sie in was ein paar Stunden gemacht haben. Das ist ja auch mein Beruf. Aber der Teil, den Sie gemacht haben, sah schon super aus. Vielleicht sollten Sie mal über einen Karrierewechsel nachdenken. Haha, ja komm, mach voran hier. Ich fürchte, ich unterrichte zu gerne, aber das werde ich im Hinterkopf behalten. Aha. Für den Fall, dass meine Schüler mich nicht mehr sehen wollen. Jawohl, sehr schön. Oh Gott, wenn ich mir die Bude hier angucke, ne, da kriege ich auch dicke Tränen, ey. Hier müssen wir uns auch mal was einfallen lassen. Was gibt's denn hier noch? Kann ich jetzt hier noch irgendwas anderes machen? Guck mal hier, hier sind neue E-Mails. Oh, warte mal, wir haben ja neue Montage. Schreibtisch. Mittelschwer. Ja, hau rein. Ah, nee, warte mal. Ah, nein. Nee, wir sind in dem Nagelding. Scheiße. Ich will hier raus. Was? Neustadt? Nein, befreien. Oh Gott, muss ich das jetzt machen? Das wollte ich nicht. Öffnen. Montieren. Verdammt. Dübel. Rein damit. Zack. Also, Schraube. Jawohl, perfekt. Was ist das Bild? Wo war das? Oh, hier. Her damit. Dü-dü-dü-dü. Jawohl, sehr schön. In 33 Sekunden. Gedrückt halten. So, da sind wir wieder. Nice. Ja, ich habe nicht gesehen, dass es hier bei Bilderrahmen noch drin war. So, warte mal. Den hier markieren. Montage beginnen. Das wollen wir mal machen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, hier sind alle Teile. Montage abschließen, nur gut oder perfekt. In weniger als 12 Minuten abschließen. 12 Minuten, okay. Naja, gut. So, fangen wir mal an. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier zu tun habe. So, mehr. Da drauf. Was kommt hier? Boah, Alter.
Hallo? Danke. So, was kommt denn da rein? Zack. Und zack. So. Jawohl. Jawohl. Jawohl, sehr schön, Hammer. So, nächste. Der nächste Step. Wo geht's weiter? Ah, hier. Öffnen. Gut, okay. Das hatte ich nicht gesehen. Montieren. So, was muss hier rein? Nein. Wo sind denn die Dinger? Hier, die. Und die, jawohl. Montieren. Einmal und zweimal. Das sind ja diese Teile, die die Verschraubung erhält. Was ist das hier? Ah, das sind Füße. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einmal festschrauben. Ist hier voll der IKEA-Schreibtisch oder was? Ah, nur gut, verdammt. Ah, Mist. War ja so dumm, ne? So, warte, die kommen hier rein. Zack. Zack. Ist aber schon echt geil, ne? Also, muss ich sagen. Weil so ist es ja auch wirklich, ne? Klopfst du die Holzverbinder rein, dann hier die Schrauben, die anderen Dinger da. Diese Halter. Zack. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. Was ist drin? Ja. Jawohl. Perfekt. Ah, warte, hier muss er mal. Ah, ist nur gut, schade. Jawohl, perfekt. Und reinschrauben den Laden. Ja. Wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben gerade mal 3 Minuten verbraucht. Okay, alles klar. Also was heißt gerade mal? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Gut, Hammer. So, next step. Das. Wohin? Ah, hier. Ja, habe ich. Zack. Welche Wand ist das? Die. Zack. Und. Na. Jawohl. So, montieren. Altstab. Hier die Schrauben und die Schrauben. Schon mal festschrauben. Aber war es nur gut? Verdammt. Mist. Okay, Hammer. Und hier auch noch mal eben. Nein, zack und zack. Hallo? Wir wollen hier weitermachen. Perfekt. Na? Jawohl, sehr schön. Okay, jetzt, warte mal, hier muss auch noch was rein. Ah ja, genau. Die müssen wir noch drehen, damit das hier auch fest ist. So, zack. Die immer so gerne ausreißen, ne? Wo sind die Schienen hier? Einmal. Zweimal.
Dürften die hier sein, oder? Ja. Zack, zack. Zack, zack. So, sind hier noch mehr? Ah, da ist noch einer. Ja, und hier ist auch noch einer. Sehr gut. Und auch hier festschrauben. Aber das kriegt man doch eigentlich locker in unter 12 Minuten hin, oder nicht? Würde ich jetzt mal so behaupten. Na, wenn man sich nicht so dumm anstellt. Aber wir lernen jetzt wenigstens mal einen Schreibtisch zusammenzubauen. Gut, wer hat noch nicht in seinem Leben einen Schreibtisch zusammengebaut? Na, also schon etliche. So, okay, das haben wir doch schon mal. Das sieht doch schon mal nett aus. So, was haben wir denn hier unten noch? Ach, verdammt, da habe ich vergessen. Guck an. Jawohl. Und zack, hier auch noch eben. Soll ja auch alles fest sein, ne? Also, jetzt die Pinüppel. Zack, einmal, zweimal. Für den Zwischenboden, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir das hier drin. Na? Boah, Alter. Hallo? Voll Grafik geflimmert hier, ey. Richtig übel. Wieso nimmt das denn jetzt nicht? Jetzt. Dankeschön. So, jetzt muss ich mal gucken, wo montiere ich jetzt hier was? Ah ja, hier. Zack. Sehr gut. Boah, siehst ja ja nichts. Ah, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir hier noch, ups, eine Schublade bauen. Wo sind denn die? Sind denn die Zwischenböden hier? Ah, hier. Ne, warte mal. Das ist ja Schublade. Hä, wo sind denn die Zwischenböden? Wo liegen die da rum? Ah, hier hinten. Oh, Mann. Gut, machen wir erst die Schublade rein. Kein Problem. Was ist das? Na, okay, dann könnte es vielleicht doch länger als 12 Minuten dauern. Man weiß es nicht. Boah, diese Kameraführung. Ist wieder on point. Ja, sehr gut. Zack, zack, zack und zack. Ey. War das Ziel, ne? Nein. Kann ich das irgendwie? Okay, perfekt. So, dann wollen wir noch mal neu zielen hier. Zack. Leider nur gut, verdammt. Jawohl. Jawohl. Und. Jawohl. Sehr gut. Ach oh Gott. Ey, das ist echt Arbeit. Muss ich sagen. So, warte mal. Mach rein. Zack, zack. Zack. Dann dauert das tatsächlich wirklich um einiges länger. Naja, gut, okay. Aber es heißt um einiges, aber es dauert länger. Schaffe ich dann leider nicht in 12 Minuten. So wie es zumindest aussieht. Hör doch mal auf damit. Schraub erstmal hier fest, bevor. Ey, ich sehe überhaupt nichts. Dieses, vor allen Dingen, wenn du so, ne, dann kannst du ja voll schlecht zielen. Ja, aber sehr schön. Oh Gott. Voll die Arbeit. Zack, und einmal hier. Jawohl, sehr schön. So, jetzt nehmen wir uns die hier. Einmal.
Zweimal. Wanda, jawohl. So, jetzt das hier. Ne, was muss ich machen? Also hier unten erstmal montieren. Alter, das ist ja voll richtig Arbeit hier. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ausartet. Ich hätte mich schon gewundert. 12 Minuten. Easy. Leider doch nicht. So. Ist mein Körper? Da. Na, komm. Jawohl. Und auch hier festzurren. Naja, gut, aber wenigstens haben wir es gelernt. Ist ja schon mal was. So. Nu? Habe ich die Schienen ja auch in der Tasche? Mal her. Zack, einmal. So, sind das die Schrauben? Ja, sind sie. Ey, ich sehe nichts. Hallo, zack mal an. So. Jawohl. Also die Kamera hier so ein bisschen zu drehen, ne? Das ist echt nicht mein Ding hier mit dem Teil. Ich kann ehrlich sagen. So, schrauben wir die Leiste hier auch noch fest. Verdammt, ey. 12 Minuten tatsächlich nicht geschafft, ne? Naja gut, was willst du machen? Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. So, halt. Was ist das Teil? Was ist das? So. Das ist die Schraube. Ja. Perfekt. So. Gedrückt halten zum Aufheben. Muss man jetzt noch machen. Ist die drin? Ja, ne? Ich gehe davon aus. Zack. Oh, zack, da ist noch eine Kiste. Na? So, rein damit. Was mache ich mit der Kiste hier? Ach, du Schande. Noch mehr Kram, okay. Junge, Junge, Junge. Okay, einmal rein. Nochmal rein. Schräubchen. Einmal die und einmal die. Ist das? Nein. Welche Schrauben haben wir denn hier noch? Da, die. Zack. Zack, so. Okay. Na, komm. Festschrauben. Ja, eine Tür darf natürlich nicht fehlen im Schreibtisch, ne? Das ist ganz logisch. Und darüber hätte man auch nachdenken können, ne? Überraschung, habe ich nicht gemacht. Also dafür, dass ich gedacht habe, es geht mal eben so easy weg. Was denn jetzt? Montieren. Ah, hier. Das ist richtig. Die müssten auch noch montiert werden, ne? So, Schraube, Schraube. Eben festschrauben, jawohl. Ich meine, das könnte man auch Leer, Film bezeichnen hier oder so, ne? Wie montiere ich einen Schreibtisch? Ich meine, vom Original her ist es, ne? Nicht weit hergeholt. So kennt man es. So, jetzt die Tür. Her mit dem Ding. Zack. So, was montieren wir jetzt? Den nächsten Schräubchen. Ne? Hallo? Jetzt.
Jawohl. Und hier kommt Next Schraube. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Hammer? Nee. Öffnen. Ah, hier ist noch ein Griff, der muss auch noch montiert werden. Ja, das ist logisch. Zack. Tun wir ja die Schraube. Wo ist sie denn? Jawohl. Aber ich habe hier noch Teile übrig, ne? Warum? Das ist aber normal bei mir. Ah, hier. Guck, da. Die Winkel, die sollten wir vielleicht noch anbringen. So. Schraube rein. Ja. Zack, zack. Und festschrauben. Alter Schwede, wie lange man für sowas brauchen kann, ne? Das ist echt krass. Da muss ich aber auch noch mal ein bisschen trainieren hier, ne? An dem Schreibtisch. So, jawohl, schließe die Montage ab und geh nach Hause. Geh doch selber nach Hause. So, wir haben gelernt, einen Schreibtisch zu montieren. Eins, nice. So, was haben wir erreicht? Boah, 4% Rabatt. Naja, wenigstens ist es immerhin, ne? So, und da sind wir schon wieder zu Hause. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal hier ein Folgenende. Ja, viel haben wir jetzt hier gar nicht geschafft, ne, weil. Ole, ole. Boah, hier muss ich unbedingt mal vorwärts machen. Ne? Hier sieht's aus wie. Ne, ihr wisst schon. Aber ich habe hier halt keine Ideen. Ich habe absolut null Ideen, wie ich das hier machen soll. Keine Ahnung. Naja, egal. Werden wir sehen in irgendwann der nächsten Folgen. Ihr könnt mir auch gerne mal Ideen in die Kommentare schreiben. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal bis demnächst und ciao, ciao.